Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir sind bei einem weiteren Duell, logischerweise. Und zwar bei Duell-Identität, wo wir schon an den schwarzen Schatten sehen, dass wir gegen Mai antreten. Zum dritten Mal. Nee, zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Die Zeit war gekommen für die Duelist Kingdom Turnierfinale und Yugi und Shoyu waren mehr als bereit. Ich hoffe, dass ich das Richtige tue mit der Entscheidung, mich wieder zu duellieren, aber mit Großvaters Seele auf dem Spiel muss ich. Yugi und Shoyu gingen in die Arena und trafen sich mit den beiden anderen Finalisten, Mai und Bennett Keith. Bennett Keith hatte seinen Weg in das Finale betrogen und hatte keine Pläne, jetzt zu stoppen. Yugi, Shoyu, Mai und Bennett Keith. Ich begrüße euch alle zu dem Playoff Arena. Hier ist, wo die letzten großen Duel Monsters Duelle geführt werden, um die Meisterschaft des Duelist Kingdom zu bestimmen. Nur einer von euch wird als Sieger hervorgehen, nur einer von euch wird die 3 Millionen Dollar Preisgeld gewinnen und natürlich, der Sieger in den Playoffs verdient das Recht, mich im Finale herauszufordern. Dem Sieger wird eine Bitte gewährt, was auch immer sein oder ihr Herz am meisten wünscht und wenn es in meiner großen Macht steht, dies zu tun, wird der Wunsch gewährt. Der Sieger wird auch als der unbestrittene Duelist Kingdom Meister erklärt werden und die Nummer 1 in der Welt. Und Jungs, das werde ich sein. Sicherlich ist jeder Duellant, der so weit gekommen ist, in Erkenntnis genommen, dass der Titel und das Geld nicht der eigentliche Preis ist, nicht wahr? Du bist ein normaler Komiker. Bennett Keith teilt aus. Das Geld ist alles, was ich brauche für die Operation von meiner Schwester. Ja, ich bin sicher, einige von euch haben andere Gründe, in diesem Turnier zu sein als andere. Ist das nicht so, Yugi? Du hast meines Großvaters Seele und Mokubas und sogar Seto Kaibas in Gefangenschaft. Aber ich werde meinen Weg finden, dich zu besiegen und sie alle zu retten. Das erste Halbfinale war Yugi gegen Mai. Obwohl Mai nun befreundet mit Yugi war, spielte sie, um zu gewinnen. Früher dachte ich, die einzige Person, die ein Duellant vertrauen könnte, war sich selbst. Alle anderen waren nur Gegner. Dann traf ich Yugi und ich lernte durch ihn, dass auch die stärksten Gegner in der Arena außerhalb Freunde sein können. Wenn er mir nicht seine Sternchips ausgeliehen hätte, hätte ich vielleicht es nie in die letzte Runde gemacht. Ich stehe in sehr großer Schuld. Ich habe Yugi ein ehrenvolles Duell versprochen und das ist genau das, was ich ihm geben werde. Aber wenn er denkt, das heißt, ich werde nicht alles geben, dann träumt er. Ich werde in diesem Spiel alles, was ich habe, geben und wenn Yugi untergeht, wird es ein Sieg, auf den ich stolz sein kann. Ich versprach ihm ein ehrenvolles Duell, nicht leichtes. Zu viel gelesen, zu wenig Luft geholt. Wir nehmen natürlich das Geschichte-Deck. Und ich habe durch die... Ich lese Kommentare. Ich nehme Stein, blinkt schon so schön. Durch die Kommentare gelesen, dass ich immer einen Teil meines Deckes übersehen habe. Tatsächlich. Und zwar die Seite hier drüben. Kartenliste anzeigen. Mein Drachenmeister Gaia. Die Fusionskarten. Und ich gebe grundsätzlich meine Fusionskarten immer weg, weil ich immer dachte, ich brauche die nie. Aber man sehe, man braucht ihn doch. So. Wir fangen an. Katapultschildkröte. Die Katapultschildkröte hat einen Effekt. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster als Tribut anbieten. Füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der Angriffspunkte des als Tribut gebotenen Monsters auf dem Spielfeld zu. Puh, ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal brauchen werden. Aber dafür müssen wir eine Karte opfern, ne? Genau. Ich würde aber erstmal mit Verteidigung gehen. Das war mit der mystischen Elfe. Der mystische Raum der Funwelt. Eine Zauber- und Fallenkarte auf dem Spielfeld zerstöre das gewählte Ziel. Es wird sicher praktisch bei ihren komischen Habgier-Kack-Karten. Aber jetzt erstmal gehen wir in die Endphase. Das ist doch schön. Nix da. Huch! Effekte Karte aktivieren. Ja, warum nicht? Was ist das für ein Effekt? Welcher Effekt ist das? Hä? Die hat einen Effekt. Du kannst diese Karte auf den Friedhof abwerfen. Füge deiner Hand eine Jagd gründen. Der Harpyen von deinem Deck hinzu. Der Name dieser Karte wird zur Harpyen, solange sie auf dem Spiel wird oder... Ach so.
Nee. Habe ich nicht. Nein. Warum interessiert mich denn ihr Effekt? Okay. Ich habe natürlich jetzt... Wie viel muss ich dafür... 1, 2, 3, 4... Einen muss ich dafür opfern, ne? Ich könnte jetzt... Ich habe mein Handy auf laut, es tut mir leid. So, Entschuldigung. Ich beschwöre ihn jetzt einfach. Meine mystische Elfe hat guten Dienst geleistet. Nein. Entschuldigung. Mir hat meine mystische Elfe gute Dienste geleistet, mich zu verteidigen. Nein. Nein. So. Das ist bestimmt eine Fallenkarte. Nee. Lol. Okay, dann bin ich in der Endphase. Nein! Welchen Effekt das ja... Karte. Welchen Karteneffekt? Ich dachte mir fast, dass ihr... Welcher Karteneffekt? Oder meint ihr mal jetzt meine... Welcher Karteneffekt? Ohne Witz. Oder meint ihr meine Katapultschildkröte? Aber die ist ja gar nicht auf dem Feld. Ach so. Oh, Entschuldigung. Huch. Nein. Ach lol, okay, ja gut. Ich mach wieder mein Ding. Nein. Nein. Bin ich gerade dumm? Welche Karte? What the fuck? Ich ignoriere das einfach. Ich glaube, ich bin gerade echt zu dumm, das zu verstehen. Ich hab doch gar... Ey, kann mir nicht meine mystische Elfe? Blöde Kuh. Huch! Ui. Ui. Hallo. Toll. Du kannst diese Karte mit schwarzer Glanzritual Ritualbeschwörung beschwören. Ich habe die Karte leider noch nicht. Ja gut, ich könnte erstmal angreifen, ne? Nein. Es wäre schön, wenn ich mal mit meinem, Totenkopf, herbeigerufener Totenkopf direkt angreifen könnte, weil dann hätte sich das alles ziemlich schnell erledigt. Oh, ich sehe schon kommen, dass sie gleich das Ganze umdreht und wir verlieren. Wenn sie nicht angreift, heißt das, dass ihr Monster schwächer ist als wie mein Torike.
Nein, 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 nein. Viertelphase. Nein. Ich weiß immer noch nicht, welchen Effekt du meinst. Ah! Jo. Angreifen. Nein. Nein. Und angreifen. Nein. Nein. Ja gut. Okay. Es war anscheinend nicht wichtig zu wissen, für was dieser komische Ding gut war, aber okay. Warte mal, es gibt etwas, was ich dir sagen möchte. Hä? Danke, du hast gesagt, ein Duellant kann mehr aus einer Niederlage lernen als ein Sieg und du hattest recht. Aber du, Mai, hast mir eine Menge heute beigebracht. Ich musste meine eigenen Ängste und Schwäche konfrontieren und ich hätte dich nie besiegt. Es ist furchtbar nett von dir, das zu sagen, aber es scheint mir, dass ich auch ohne eine Menge mehr zu lernen, dass ich auch noch eine Menge mehr zu lernen habe. Übers Duellieren und über mich selbst. Aber dann denke ich, kein Duellant lernt jemals alles, was es zu wissen gibt. Und vielleicht die wichtigste Lehre ist, dass die Niederlage für mich immer sein muss. Du hast dieses Duell gewonnen, Yugi, aber es wird andere geben. Du und ich werden uns in der Arena wieder treffen, Kleiner. Und wenn wir das tun, solltest du besser aufpassen. Wir haben ein neues Kampagnenduell entriegelt, Yu-Gi-Oh! Keith Blechlawine. Neu umgekehrt Duell entriegelt, Yu-Gi-Oh! Duell-Identität. Neues Deckrezept entriegelt bei Valentine Harpier. Neue Herausforderung Deck entriegelt bei Valentine Zeichen der Harpier. Neues Battle Deck entriegelt Battle Pack 2 War of the Giants. Neues Booster Pack entriegelt Yugi, yay, Signaturkartenbelohnung Spieldrachen der Harpier. Neue Kartenpreis Harpienschwestern. Neue Kartenpreis Fluchzerstörer. Siegespunkte 1745. Okay. Wir können weitergehen.